Nordland Raceway, äußere Schleife, 2,9 Kilometer Einstrecke, das ist natürlich nicht gerade wenig. Und damit begrüße ich euch natürlich hier zu einem wunderschönen neuen Part. Enderman hat mich auch gerade angeschrieben, ich habe auch die Nachricht nicht gelesen, weil ich möchte erstmal hier kurz Breakfast wieder aufnehmen. Was habe ich denn hier für Besonderes? Lasse drei, okay, drei rausdrehen. Das haben wir schon den ersten geschafft, in der ersten Runde. Hier ist sehr viel am Anfang los. Den zweiten rausgedreht. Mit ziemlich viel Schmackes. Konnte ich jetzt noch machen, weil alle noch hintereinander hängen. So, letzten Part habe ich aufgehört zu erzählen, dass ich mit Pläne dieses Jahres. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht bei dem Wetter rausgehe. Geiles Wetter ist es nicht. Ich muss mich aber bewegen, weil ich merke, dass ich ziemlich fett werde. Und das ist jetzt ungelohnt. Ich werde ziemlich fett gerade. In letzter Zeit. Also wieder Videos möchte ich dieses Jahr wieder welche machen. Landwirtschaft für den Simulator fehlt muss natürlich rein. Dann müssen wir kurz abbremsen. Auch wenn es eigentlich schmerzhaft ist, dass ich jetzt abbremse, aber ich muss noch eine Person rausdrehen, und wenn ich die ganze Zeit Erster bin, kriegt man das nicht hin. Scheiße, nur Blechschaden. Also ein Klammer, nur Blechschaden. Vielleicht. So, jetzt können wir richtig loslegen. Wir haben hier einen Rivalen vor uns, den kriegen wir auch noch glatt. Das ist, also glatt vielleicht nicht, aber den kriegen wir auch noch ein paar Pünktchen, glaube ich, dazu. Kriegen wir eigentlich hier? Nein, wir kriegen keine Punkte. Also in dem Sinne, das war ja wegen Schaden, die Runden macht den meisten Schaden, das ist ja in den Derby-Runden. Derby hebe ich mir natürlich wie immer fürs Letzte auf, als Letztes. So. Dann können wir mal hier vorbeifahren. Ja, also kochen werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal in nächster Zeit normal. Also auch wenn das ewig dauert, eh die Parts rauskommen und ich eigentlich schon 2 Monate vorher koche. Aber das kriege ich schon hin. Ja, ich überlege, wie ich jetzt gerade ein Video noch draus mache. Scheiße. Muss ich mich nochmal richtig anstrengen. Ich wollte auch noch ein paar Bilder eigentlich auf Facebook hochladen, fällt mir gerade ein. Nicht was euch angeht, sondern privat welche, weil ich ja bei einem Konzert war. Und da wie jedes Mal bei den Konzerten was hochladen wollte. Mir erinnert mich Breakfast an Fallout. Flatout. Flatout habe ich ja auch damals gezockt gehabt, wie so ein Suchti. Es war Demolition, das war Rennen, das war das, was jeder Junge liebt. Und ihr wisst ja, wenn Männer spielen, sind sie, wenn erwachsene Männer spielen, sind sie gesund. Deswegen denke ich mal, dass ich relativ sehr gesund bin. Auch wenn ich vielleicht mit so viel mit Technik zu tun habe. Mein Vater hat auch gesagt, wenn du da oben abbrennst, mich würde es ja nicht wundern. Theoretisch dürfte es ja nicht passieren, weil man hat ja FI-Schalter in der Wohnung. Ich habe noch meinen extra Verteiler mit Sondersicherung. Man hat sonst welche Sicherungen, nur für uns sogar noch die Haussicherung. Theoretisch darf ja nicht passieren, aber trotzdem passieren so viele Hausbrände heutzutage. Vieles hat aber auch damit zu tun mit Alu-Leitung. Ich weiß nicht, was wir hier für Leitungen in der Wohnung haben. Und da gehe ich schon wieder als Dritter durchs Ziel. Bin ich nicht zufrieden, weil ich hätte, das hätte wirklich besser enden können hier. Also mal dritter, zweiter, dritter und jetzt nochmal zweiten mache, wäre okay, denke ich mal. Hier sind wir schon wieder im Weihnachtsmorgen auf dem wunderschönen Gefährt. So, man sehe hier, ich bin aktuell Position 2. Wir haben 220 Punkte, also wir könnten jetzt 23 rausholen, wenn ich jetzt richtig überlege. Wir sollen sogar das Rennen auf erster Position beenden. Das war mir fast schon klar, dass das letzte Rennen auf erster Position zu beenden ist. Wir haben viel Asphalt dieses Mal. Und da gucken wir mal, wie wir durch diese Runde kommen. Was wir in der nächsten Folge machen, weiß ich noch nicht, weil es wird wahrscheinlich sein, dass ich insgesamt 4 Parts von Breakfast jetzt aufnehme. Wahrscheinlich auch Tensorfieber, dann nochmal 4 Parts.
Und Eurotruck weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja noch Yu-Gi-Oh! Dazwischen. Muss mal gucken, wie es jetzt mit Enderman ist. Weil Enderman wird mich bestimmt in kurzer Zeit richtig fett nerven. So, jetzt sind wir hier auf der wunderschönen Firework Motor Center Strecke. Wir haben gesehen, dass wir sollen hier als erster beenden, deswegen müssen wir uns jetzt hier ranhalten, und wenn wir das nicht als erster beenden, wäre es selbst für mich eine Blamage. Auch wenn ich diese Runde 0,0 kenne. Wir geben unser Bestes. Also ich probiere mein Bestes zu geben. Oh. Und ich frage mich eigentlich auch persönlich bei den Entwicklern des Spieles, ist das, wie kam man auf die Idee, kurze Strecken mit Tausenden von Kurven zu machen? Gut, okay, es sind Derby-Autos. Es sind Autos, die theoretisch kaputt gehen sollen. Dürfen. Sollen. Das sind ja bei den Derby-Rennen, da sollen sie kaputt gehen. Man selber nicht, aber ihr wisst schon mal, auf was ich hinaus möchte. Also wie kommt man, guck mal, das sind Kurvenfahrten hier. Da bringt man sich ja gleich um. Nee, ja. Muss man sagen, eine Sekunde. Naja, wir kriegen, glaube ich, noch ein bisschen die Zeit raus. 2 Sekunden müssten drin sein. Oder müssen, bei diesen Kurvenfahrten kann ja vieles passieren. Das sind auch 2 Sekunden nichts. Ja, haben wir die 2 Sekunden gerade gesehen gehabt. 5 Sekunden ist der nächste dahinter. Ich würde mal sagen, dass ich diese Runde als erster beende, ist für mich kein Problem. Und wegen dem Wieder-Video, glaube ich, warte ich noch ein bisschen, bis das Wetter ein kleines bisschen besser ist. Auch wenn ich vielleicht mal weniger Zeit habe oder sowas. Aber es ist mit dem Sinne ein bisschen egal. Weil, was soll man denn bei Regen, hässlichen, düsteren Wetter draußen? So, 6 Sekunden besser, nice. Das ist nicht schön. Und drinnen wieder so ein Video zu machen, ich würde gerne mal wieder draußen ein Video machen. Aber bei dem hässlichen Wetter. Vielleicht habe ich, vielleicht sogar nächstes Wochenende wieder gutes Wetter. Also nicht das, also bei euch jetzt, so weiß ich nicht, welches Wochenende es ist. Da will meine Kleine wiederkommen. Die wohnt in Berlin. Und die können wahrscheinlich die Kamera halten. Oh, das ist ja richtig knapp, aber ich glaube mal, wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Platzsieger. Wir können es sogar reinrollen lassen. Och. Das war jetzt ein Muss. Fehlgeschlagen? Warum ist die fehlgeschlagen? Meine Herausforderung war auch gewesen, dass ich als erster durchgehe. Mein Ziel. Was war meine Herausforderung? Wie kapiere ich öfters nie die Herausforderung? Jedenfalls erster Platz, 4 Sterne reicht, 320 Punkte auf der Skandinavia Tour. Ich drück, oh nein, das war falsch. Jetzt machen wir, oh nein. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen, wenn nicht einen Daumen unten. Wir sehen uns nächstes Mal bei den nächsten wahrscheinlich 4 Rennen. Das heißt, die nächsten 2 Parts. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen, wenn nicht einen Daumen unten. Schreibt mir einen Kommentar und dann ciao, ciao.